Dieses Video ist eigentlich das, sollte vorher auch drin gewesen sein. Ich werde gar nicht viel erzählen. Ich mache das jetzt Frame to Frame, die Stelle, gehe die einmal hin und zurück. Das andere lasse ich erstmal weg. Das komische Ding da habt ihr ja gesehen auch. So, okay, es geht los und das ist nicht gezoomt. Ich hoffe, euer Bildschirm ist ein bisschen größer. Also ich hoffe, ihr guckt nicht auf den Smartphone, weil dann braucht ihr meine Videos gar nicht gucken. Ne? So. Hier, Frame für Frame habe ich immerhin gefunden. Wow, ne? Es hangelt sich wie so eine Art Fledermaus zwischendurch. Aber dann geht es wieder. Hier dreht es sich, diese Spirale. Und oben das Ding vibriert sogar. Also es bewegt sich hin und her. Ich sehe das schon, weil ich das öfters sah und auch größer. Nur, das ist dann so verwaschen. Da seht ihr die Spirale. Zack. Und jetzt geht er so auf alle Vierer. Sieht aus ein bisschen Richtung Eichhörnchen oder Blätter oder einfach ein Schatten. Das ist eben so ein bisschen, es hängt mit der Beobachtung zusammen. Ich habe da auch gestern zwei Gesichter erkannt, aber ich weiß nicht, ob das pure Fantasie ist, weil genau auf der Höhe ist ein richtiges Gesicht erkennbar. Am Boden auch. Und ich habe extra geguckt, ob das jetzt nicht Einbildung ist, weil vielleicht bin ich so eingestellt, dass ich zu viel danach suche jetzt, weil klar, das Gehirn sucht nach irgendwelchen Mustern. Aber das Gesicht ist hier so eindeutig. Ich habe das gestern groß gemacht. So. Ich rede viel zu viel. Seht ihr? Jetzt sieht man das Beinchen. Da. Und hier, zack, nochmal, zack. Gleich macht es die Spirale, glaube ich, wieder hier. Ja, das steht es wieder vorne, guckend. Und das ist die Stelle, wo man auch das im Kopf, glaube ich, sieht, das Gesicht. Das versuche ich aber dann separat jetzt noch gleich. Seht ihr, da geht es, zack. Dann nochmal ein Schritt da. Und hier ganz deutlich. Das ist jetzt der Schritt, den ich nachgeahmt habe. Hier, zack, jetzt hebt ihr das Beinchen. Da beugt das Beinchen. Seht ihr ganz deutlich. Nochmal. Und ne, tut man es nach unten wieder. Seht ihr? Jetzt sieht das sogar aus, als würde es so tanzend stehen. Und das ist der Moment, wo er sich mit dem Rücken in diese Richtung umdreht. Und dieses Teil macht mit diesem Kreis, was halb durchsichtig ist und die Bäume verzehrt, wie bei Predator. Erinnert mich wirklich. Ich habe den Film als Kind schon gesehen. So, das andere Teil habe ich jetzt gar nicht erwähnt, weil das ist einfach nur, das steht hier und ja, gleitet nach vorne. Aber das hier mache ich jetzt weiter, aber das ist jetzt erstmal auch vorbei. Das habt ihr gesehen, jetzt hat er sich mit dem Rücken in diese Richtung gedreht und jetzt erzeugt er dieses Kreis, diesen Kreis. Zack, zack, zack. Zack. Ja, okay, das Zack hätte ich mir vielleicht sparen können. Sorry, Leute, ich sollte mich mal wirklich ausruhen. Das war heute, ich gebe zu, ich bin ein bisschen geschlaucht. Hier. Und ja, das Teil guckt praktisch. Jetzt sieht das aus wie ein Pac-Man von der Seite, so weit entfernt, klar. Ja. Was sagt ihr dazu? Moment, ich mach mal noch weiter jetzt. Da. Ja. Das andere steht einfach da und guckt. Jetzt mal ohne Labern einfach das komplette Ding hier durch. Und da lasse ich das erstmal, das Video, weil ich wollte einfach nur jetzt nochmal schnell. Da ist diese Fledermausartige Kreatur, die auch ein teuflisches ist. Die haben ja diese Tarnung. Diese Schatten sind eine Tarnung. Darunter sind graue. Gray, also Grays, beziehungsweise sehen aus wie Aliens ohne Haare und grau. Ich versuche das Gesicht jetzt noch gleich zu zeigen und das war's. Und jetzt sage ich nichts und lasse das einfach so wirken.
Natürlich kommt nur dazu, dass sie sich irgendwie entmaterialisieren. Und er kommt auch aus diesem Bereich, wo er später auch dieses Kreis mal und verschwindet. Aber ich gehe mal weiter und hier ist. Moment mal. Hier ist erstmal das Gray, guckt links. Da könnte man noch denken, ja, könnte Einbildung sein. Aber man sieht das Ärmchen, man sieht, wie der sitzt, man sieht diesen Köpfchen und auch eventuell die schwarzen Augen. Wie gesagt, selbst wenn das jetzt nicht unbedingt gut erkennbar ist für euch, da habe ich noch ein deutliches hier, Moment. Hier sieht man nicht den Kopf. Moment. Hier ist so eine Aufnahme, da guckt er nach rechts. Man sieht dieses mandelförmige Auge und Ansatz von der Nase. Und hier sieht ihr ganz deutlich das Knie sogar. Seht ihr? Aber das ist es ja. Manchmal sind die Beinchen unsichtbar und genau wie die Arme sind zwischendurch auch viel kürzer und länger. Das ist es eben. Dieser schwarze Schatten ist irgendwie so die Tarnung. Und dieser Kopf hier, endlich. Aber dafür habe ich euch davor schon gezeigt, dass es schon grau aussieht, Glatze. Man sieht die Augen und die Nase immerhin. Und hier guckt euch das jetzt an. Seht ihr, das sind die Beine, das ist da, wo der sich so dreht und dann später dieses Kreis entsteht. Das ist irgendwie Zehntelsekunden davor. Da seht ihr diese langen Arme und Beine hier, die der bekommt. Und hier ist nochmal der Kopf. Man sieht sogar irgendwie so den Mund, könnte man denken. Die Nase und die Augen und der hat eben Glatze und ist grau. Und ich brauche da natürlich für spezielle Software, damit ich das deutlicher noch mache. Aber ich glaube, wenn man groß, also in dem Monitor groß genug ist, dann kann man das deutlich erkennen. Und genau das Wesen ist das, das so hier getanzt hat, dürfte nicht vergessen. Ja, und das ist das andere, was eigentlich irgendwie nach gar nichts aussieht. Also sieht merkwürdig aus. Es ist wie, als würde es auch sitzen oder knien und dann gleiten. Also ich vermute, dass die eben solche Gerätschaften haben, wahrscheinlich. Wieso die so klein sind und wieso die sowas machen und so einen Schatten benutzen als Tarnung, wieso die sich mir zeigen auf der Augenhöhe, frag mich nicht, Leute. Aber das wollte ich zeigen und ich habe noch mehr davon gesehen und es ist immer eine Art Kopf mit Augen, Nase und Mund. Und wie gesagt, ich zeige das noch in besserer Qualität. Weil momentan interessiert mich nur das. Also ganz ehrlich, kann ja Wochen dauern, ne, bis ich alles perfekt da so in Qualität habe, dass der letzte Skeptiker einfach nur sagt, was? Ja, wenn er sagt, das ist CGI, ich habe das gefälscht, dann ist das auch ein Kompliment für mich. Meine, ne? Tschüss.